Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Yasuo's Crafted World. Im letzten Part hatten uns ein paar Münzen gefehlt, damit es hier weitergehen kann. Die habe ich ja zusammengesucht und endlich können wir die 20 Grinseblumen dafür hergeben. Halleluja, lange genug gedauert hat's ja, aber hat ja auch was Gutes. So, ich hoffe, alles geht's gut. Übrigens, schön, dass ihr wieder angeschaltet habt und dem Typen hier geht's mal blenden, das ist doch sehr schön. So, ja, ich habe keine Ahnung jetzt, wo Maumerker 2 draußen ist, wie sich dieses Projekt hier noch irgendwie umwendet. Bin ich mal gespannt. Okay, ein blauer Kutte. Ah ja. Ja, dann mal sehen. Wir werden mal finden. Da bin ich überdurchschnittlich. Wie, ich werde dieses Projekt hier auf jeden Fall noch das sieht ja interessant aus. Ein Krokodil. Okay. Also immer das von Neville ist, wir schauen uns jetzt mal an. Also ich will dieses Projekt dann mehr gefragt haben. Jetzt, wo Maumerker 2 draußen ist, ob ich das dann noch mache. Natürlich, ich mache dieses Projekt hier noch weiterhin. Und will es auch fertig machen, planmäßig. Klar ist vielleicht hier da ein bisschen unnötig gegen Maumerker 2, aber doch eigentlich schon. Und auch Team Sonic Crescent kommt jetzt wieder. Ich habe es nur letzten Tage wegen des Hulu-Tafel-Stress, deshalb jetzt mich eher auf Maumerker konzentriert habe. Weil das ist deshalb auch das Projekt, was einfach am besten ankommt bei mir, geklickt wird, whatever. Deshalb ich darauf einfach einen Fokus legen wollte. Und hier haben wir wieder Bowser und Carmack. Wenn die hier nicht wieder irgendwas ins Hilde führen. So, jetzt wollte ich mich eigentlich ausblenden, wenn Crescent und Crescent. Wie ein kleines Kind. Ich will. Das Treten dieses. Das ist Bowser ganz sauer. Heilige Scheiße, ich werde es bei beiden bereuen, aber in Kamek finde ich so ein asozialer, sagt er es noch asozialer als Bowser, also bin ich für Bowser. Das ist alles ein Fehler. Die tun es zusammen. Ich glaube, es war ein Fehler. Boah. Okay, dieses Auto wird ganz OP werden. Der Fürste ist und da müssen wir irgendwas dagegen machen, also das wird noch lustig. Krokolok. Ja, die sieht auch ganz ungefährlich aus, also da habe ich tiefsten Respekt vor. Andererseits mal sehen. Wir fahren mit unserem Zug hinterher und schauen, wohin das Abenteuer führen wird. Vermutlich einfach nur nicht verrecken. Ah, muss Heiger. Okay, ich weiß, wie es geht. Da muss die Heiger ist hier. Genau, irgendwie hier einsammeln. Und dann hier gegenknallen. Und das Ganze muss man 2-3 Mal machen. Dann funktioniert der ganze Bums aus. Das sieht eigentlich echt nicht mehr aus, so. Und sowas überlebt man zum Glück auch. Wenn man so intelligent und skillhaft ist wie ich. Wir sind's alle.
Die sind jetzt eigentlich auch nicht so ein krasses Problem für mich. Und das auch nicht, aber er ist ein bisschen happiger als die anderen Bosse. Klar, ist immer noch Kindergarten easy, aber es kommt hier trotzdem mehr zusammen. Weil wirklich immer wieder hier kräftig ist halt genügend Zeigers zusammen, ist einfach zu verpissen, bevor es hier mies runtergeht. Klar, da ist man, wenn man fliegt und im Spanten-Modus ist, ist es also auch entspannter. Aber trotzdem, das ist schon deutlich krass entspannter. So, jetzt kommen die Stifte runter. Das wird dann viel unangenehmer. Haha, ups. Okay, dann sind wir gleich in der Schule, wenn die Stifte kommen. Alter, als ob ich den da jetzt nicht mal getroffen habe. War halt so unverdient. Ding war quasi mehr oder weniger komplett platt. Alter! Jetzt habe ich das doch getroffen. Was ist denn das für eine Phase? Sei geil. Scheiße, jetzt habe ich nichts gegen die in der Hand. Oh Mann. Das ist doch so unnötig. Danke. Oh, okay, der Stift hat mich jetzt aufgespießt, aber egal. Jetzt halt aber, oder? Jetzt ist er weg, ne? Oder kommt er nochmal wieder? Nee. Wow, das ging. Eigentlich war es nicht schwer. Also erst so aus, aber dann ging's eigentlich doch. Wenn man es zumindest nicht komplett bescheuert anstellt. Jo, das Ding ist aber mal platt hier. Und wir haben das nächste Juwel. Yay! Das ist nice. Da haben wir wieder eins. Und viele fehlen jetzt ja, glaube ich, gar nicht mal mehr. Traumjuwel erhalten. Yikes! Und da kommt der andere Yoshi, der schön brav zurück bringt, kommt immer erst dann, wenn die ganze Kacke gerade mal wieder nicht am Dampfen ist. Davor lässt es ja auch nicht blicken, der macht's intelligent, ne? Der schmeißt es auch rein und oh, jetzt fehlen nur noch zwei Juwelen. Dann funktioniert das wieder langsam, aber sicher kommen wir voran. Wunderbar. Gut, damit ist das Ding ja auch besiegt. Und uns baut hier ein neuer Weg, ne? Bin jetzt mal gespannt. Wo es uns nun hierhin verliert. Du hast da nicht genug Traum gewesen, ja. Wer will, dass ich Wurzeln gehe? Und Abstesser da irgendwo mal nach links. Der Rest so gesehen. Aber hier geht's doch gar nicht weiter, hä? Wo muss es hin? Ich muss mir nochmal gesehen aus der Karte anschauen. Okay, ich muss dafür irgendwie ganz außen rum, um dann da hinten irgendwie hinzukommen. Und dazu fehlen mir irgendwie noch 10 Grinseblumen. Kann das sein? Weil das glaube ich nur zum Zurückgehen. Heißt, hier geht es gerade nicht entlang. Das heißt, kritischerweise, das ist sehr schönerweise hier komplett erstmal wieder zurück muss. Weil ich irgendwie von kompletten falschen Weg gegangen bin. Und ich jetzt hier lang muss.
Und dann stehe ich hier vor und der Typ verlangt mir einfach hier eine Gänseblume. Und ich habe eine. Okay, das heißt, ich muss wieder auf Grinseblumenjagd gehen, dann ist nur ein Stück. Uff, uff, uff. Ich hoffe, dass ich das bis zum morgigen Part schaffe. Sonst haue ich dazu vielleicht mal ein Livestream raus, wo ich Grinseblumen suche oder so. Das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall weiß ich das mit dem Part schon mal so fest. Fest. Ich schaue, dass es irgendein Grinseblumen kommt, dass wir hier weiterkommen an der Pyramide. Am nächsten Part. Das ist mit dem Part. Test ist nämlich so schauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ein Zauber!